Ein Kampfflugzeug, das mit 6000 km/h fliegt und Satelliten in der Erdumlaufbahn abschießt? Ein Lügenmärchen des Kremls oder der Grund für die Pentagon-Generäle Baldrian-Tropfen zu nehmen? Die Bedeutung der Arktis hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies erfordert einen neuen Ansatz für ihren Schutz und ihre Verteidigung. Hierfür benötigt die Luftverteidigung Russlands eine neue Generation von schweren Abfangjägern. Vor einiger Zeit gab der Vizepräsident des Vereinigten Flugzeugbaukonzerns Sergei Korotkov bekannt, dass Russland aktiv den Abfangjäger der neuen Generation MiG-41 entwickelt. Ilya Tarasenko, der Generalkonstrukteur des MiG-Konzerns, hat bestätigt, dass die MiG-41 unglaubliche Kampffähigkeiten haben werde. Das neue Superflugzeug wird sowohl in der Atmosphäre als auch in erdnahen Umlaufbahnen operieren können. Seine Geschwindigkeit in der Atmosphäre wird 6000 km pro Stunde überschreiten und mit Langstrecken-Hyperschallraketen bewaffnet sein, die die feindliche Luftverteidigung nicht abfangen kann. Westliche Militärexperten, Politologen und Analysten wetteiferten miteinander, um diese Nachricht zu diskutieren, zu kommentieren und zu rätseln, was für ein Wunder dieses Flugzeug sei. Eines der führenden amerikanischen Fachmagazine, The National Interest, veröffentlichte im September letzten Jahres einen Artikel mit dem Titel »Die Russen sagen, dass ihre MiG-41 ins All fliegen kann«. Der Autor dieses Artikels diskutierte lange und mühsam, dass das alles kaum möglich sei, weil die Russen nicht genug Geld für einen solchen Abfangjäger hätten. Und außerdem hätten sie nicht die Technologie, die dafür notwendig ist. Sie, also die Russen, sind natürlich stur und heimtückisch, aber wenn sie so ein Flugzeug bauen, dann nicht früher als in 30 Jahren. Andere westliche Experten sprachen darüber in demselben Tonfall. Alle Hähne in Übersee schrien Kikeriki, alle Krähen krächzten. Aber in diesem ganzen Geschrei haben sie aus irgendeinem Grund eine einfache Sache völlig vergessen. Tatsächlich verfügt Russland bereits über ein Flugzeug mit Eigenschaften, von denen westliche Kollegen nie träumten. Das ist die MiG-31 BM. Eine Gruppe von 4 Flugzeugen war in der Lage, bis zu 1500 Kilometern Luftraum an der Frontlinie und bis zu 120 Kilometern in der Tiefe der Kampfzone der Front und in Höhen bis zu 30 Kilometern zuverlässig abzudecken und dies unter allen klimatischen und taktischen Bedingungen, einschließlich dichter elektronischer Gegenmaßnahmen. Tatsächlich ist es ein neues Flugzeug, bloß der Bauplan und der einzige Motor sind vom alten sowjetischen Flugzeug geblieben. Alles andere, Elektronik, Waffen und die Cockpitausführung sind neu. Die MiG-31 BM kann Geschwindigkeiten von bis zu 3000 km/h erreichen und ist das weltweit einzige Flugzeug der 4. Generation mit Überschallgeschwindigkeit. Das heißt, auch ohne Nachbrenner kann er auf 2350 Stundenkilometer beschleunigen. Der Gefechtsradius bei voller Gefechtslast liegt bei 750 Kilometern und die Flugreichweite ohne Nachtanken beträgt 3000 Kilometer und mit einer Tankfüllung bei bis zu 5400 Kilometern. Die Flughöhe beträgt bis zu 30 Kilometer. Schon zu Sowjetzeiten wurde angenommen, dass die MiG-31 beim Erreichen dieser Höhe eine Antisatellitenrakete starten könnte, die feindliche Satelliten in der Erdumlaufbahn abschießen würde. Es gibt immer noch kein Analogon des MiG-31, aber neue Arten von Zielen verlangten, dass auch dieser Standard verbessert wird. Als taktischen Engpass des MiG-31 erwies sich die Bordelektronik und die Raketen R-33. Früher überstieg die Grenze seines Lastvielfachen bei den Manövern die Fähigkeiten der potenziellen Gegner und war sogar der Grund für das Abbrechen des amerikanischen Programms zum Übergang der US Air Force auf den B-1 Lancer-Bomber. Luftziele kann die MiG-31 BM in einer Entfernung von mehr als 320 Kilometern erkennen und ihre Luft-Luft-Raketen sind in der Lage, erkannte Ziele in einer Entfernung von mehr als 300 Kilometern zu treffen, während 24 Ziele gleichzeitig verfolgt und auf 10 davon gefeuert werden kann. Der Abfangjäger hat 8 Befestigungspunkte für Waffen und seine Bewaffnung ist universell.
Das heißt, es kann sowohl mit Luft-Luft-Raketen als auch mit Anti-Schiffs-Marschflugkörpern und sogar mit lasergelenkten, hochexplosiven Bomben ausgestattet werden. Der Einsatz der R-37-Rakete erhöhte nicht nur die Startdistanz auf bis zu 200 Kilometer, sondern gewährleistete auch die zuverlässige Bekämpfung von Zielen, die bis zu 4000 km/h schnell sind. Die Einführung dieser und anderer Innovationen brachte der MiG-31 ihre Führung als Luftverteidigungsjäger zurück und machte sie darüber hinaus zu einem universellen Spetsnaz-Luftverteidigungskämpfer. Derzeit ist ein Vertrag zur Modernisierung von 60 Einheiten der MiG-31 auf das Niveau der MiG-31BM unterzeichnet und praktisch abgeschlossen. Insgesamt sind 240 dieser Maschinen seit der Zeit der Sowjetunion erhalten geblieben. Im Prinzip kann man also nicht bei 5 Dutzend aufhören. All dies wohlgemerkt, obwohl die Vereinigten Staaten heute beispielsweise keinen einzigen spezialisierten Abfangjäger im Einsatz haben. Sie haben ihre Abfangjäger längst abgeschrieben und entschieden, dass sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Problem des Abfangens russischer Flugzeuge oder Marschflugkörper nie mehr lösen müssen und deshalb keine spezialisierten Abfangjäger mehr brauchen. Und nun stellt sich heraus, dass sie nicht nur gebraucht, sondern dringend benötigt werden. Abfangfunktionen für die Amerikaner werden von konventionellen F-15 und F-16-Jägern ausgeführt. Zum Beispiel hat der leichte Jäger F-16 eine Höchstgeschwindigkeit von 2000 km/h und das auf Nachbrenner. Die Reisegeschwindigkeit der MiG-31 ohne Nachbrenner beträgt 2350 km/h. Der schwere F-15 hat eine maximale Flughöhe von 19,5 Kilometern, die MiG dagegen 30 Kilometer. Und neben allem anderen bekamen diese unberechenbaren Russen von irgendwoher die weltberühmten Kalibre-Raketen und vielversprechende Hyperschall-Zirkons, deren Abfangen noch gelernt werden muss. Die Amerikaner haben jedoch nichts, um sie abzufangen. Kein anderes Land der Welt hat ein Flugzeug dieser Klasse, aber die Größe der Arktis erfordert mehr. Vor allem Geschwindigkeit, Reichweite und geringe Sichtbarkeit. Die Arktis ist ein riesiges Gebiet mit einer geringen Anzahl von Flugplätzen. Deshalb braucht Russland einen neuen Abfangjäger mit einem noch größeren Aktionsradius. Nach Angaben der MiG Corporation wurde bereits 2019 mit der Gestaltung der Form des zukünftigen Kampfflugzeuges der Flugzeugabwehr im Rahmen des Programms für den fortgeschrittenen luftgestützten Langstreckenabfangjägerkomplex begonnen. Die Maschine, die hinter den Kulissen bereits MiG-41 genannt wird, soll nach 2030 die MiG-31BM ersetzen. Auf der Grundlage neuer Materialien und Technologien ist geplant, ein schweres Abfangjägerflugzeug mit geringer Sichtbarkeit zu schaffen, mit einer Fluggeschwindigkeit, die fast doppelt so hoch ist wie die der MiG-31. Auch sein Aktionsradius soll sich auf bis zu 2000 Kilometern vergrößern. Mit der neuen Elektronik und einer fortschrittlichen Rakete, die R-37 ersetzen soll, wird sie in der Lage sein, Ziele mit einer Reichweite von über 300 Kilometern zu treffen. Mit anderen Worten, die Summe der taktischen und technischen Eigenschaften der zukünftigen MiG-41 wird den derzeitigen Weltmarktführer MiG-31BM um 40-60% übertreffen. Der theoretische Teil des Konzepts der neuen Maschine soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Entwicklungsarbeiten sollen bis 2025, die Serienmaschine bis Ende 2028 und der vollständige Übergang der russischen Luftwaffe zur MiG-41 nach 2030 abgeschlossen sein. Was halten Sie von dem neuen Flugapparat? Welches Analogon zur MiG-41 hätten die NATO oder die USA zu bieten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.